Hallöchen und willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Und natürlich kann ich direkt am Anfang mal mein Mikro wieder neu anstellen. Wuhu. Tut mir leid, falls ich das jetzt irgendwie komisch oder ohrenbetäubend bzw. ohrenzerfetzend angehört hat. Es musste einfach sein, weil ich es natürlich wieder verpennt habe, weil sich das Mikro natürlich durch das Hinlegen auf meinen super tollen Schreibtisch verformt hat. Eigentlich wollte ich das anders anfangen und ich probiere es einfach nochmal. Hallöchen und willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Komischerweise mit ohne Probleme und mit vollgemachtem Magen geht's nun letztendlich doch noch weiter. Hallo, du Type. Stopp! Ich bin als Team Rocket Festung bekannt. Kein Schritt weiter. Und wo ist denn deine Mauer hin? Deine Abwasserrohre sehe ich, aber dein... Eine Mauer? Die Wall! Na du Fartface, wie geht's? Schlecht hoffe ich. Und wenn nicht, dann werde ich dafür sorgen. Oh yeah. Boom. Die Festung wurde gestürmt. Ach ne, jetzt geht's dir aber hoffentlich schlecht. Sind Pokémon nicht wirklich niedlich? Ich denke, meine Pokémon sind niedlich, nachdem sie all deine besiegt haben. Das war ich an den alten Generationen, also bis zur dritten, immer so absolut schrecklich und falsch und alles Mögliche fand, ist, dass die mehr oder weniger wichtigen Begriffe alle großgeschrieben wurden. Ich meine, so eine Erklärung am Anfang muss man sich mal gesprochen vorstellen. Dies ist ein Pokémon. Dies kannst du in einem Pokémon-Center heilen. Natürlich kannst du auch mit Tränken machen. Ich meine, wenn dir einer so entgegenkommt, da denkst du doch, Alter, der gehört in eine Klapse. Nur mal so als Hintergedanken. Ich denke mal, danach werde ich... Natürlich erstmal kein Pokémon mehr spielen, aber als ein Projekt ist dann eins aus der vierten Generation geplant. Ja, Diamant, Perl, Platin, eine von denen. So viel sage ich jetzt schon mal. Lasst euch überraschen. Obwohl es eigentlich wegen meiner Kanalbeschreibung dann keine mehr Überraschung mehr ist, aber... Hey, komm, scheiß drauf. Bis ich das endlich mal abgedreht und hochgeladen getutet habe... habt ihr das sowieso alle wieder vergessen? Buja! Nom 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 nom! Nom 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 mit Volltreffer! Wow. Ja, ich komme nicht hoch. Das tut mir furchtbar leid. Ich komme überhaupt nicht hoch, aber überhaupt nicht tief. Das ist... typisch Bariton und das gefällt mir nicht. Deswegen singe ich nicht. Zumindest nicht offiziell. Oh nein, sie sind absolut unnütz. Ach echt. Wer glaubte, mich mit Myraplas und Duflos aufhalten zu können, der ist echt so intelligent wie ein Grashalm auf Ecstasy. Ja, sorry, jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Das muss ich mir noch angewöhnen. Vor allem, was würdet ihr dazu sagen? Ich habe mir eben beim Phrasen mal was überlegt. So, ganz nebenbei. Beim Phrasen, yeah. Ich würde fast dazu tendieren, Golden Sun wieder hochzuladen, meine alten Folgen von vor einem Jahr. Und natürlich dann weiter abzudrehen. Ich hatte ja, glaube ich, in Tolby aufgehört. Und dann würde ich jetzt gerne wissen, wie ist denn so die Resonanz? Wäre Interesse da, dass ich das nochmal hochlade? Trockene Kehle. Wie wäre da das Interesse? Das würde mich echt interessieren. Weil ich würde das eigentlich gerne weitermachen. Zumindest für den Moment. Und das hat in den Ohren wehgetan. Ja, was gibt's dazu noch zu sagen?
Ach, und wer sich jetzt wundert, die Folge von vorhin. Quasi von. Wenn ich das jetzt auf meine YouTube-Hochladzeit schätze, würde ich sagen von vor einer Woche. Natürlich nehme ich die jetzt hintereinander auf, es wäre doof, wenn nicht. Sagen wir von. Ja, von gerade, ihr wisst, was ich meine. Das war sozusagen eine Soundcheck-Folge und. Hey, ich muss gar nicht mal sagen. Ich muss gar nicht sagen, dass mein Mikro sich schlecht anhört. Das hätte ich echt nicht gedacht dafür, dass es so ein Billig-Headset ist. Jetzt muss ich mein Mikro mal ein bisschen anders. Oh, hi. Oh, du bist weit gekommen. Du musst ein ausgezeichneter Trainer sein. Wir planen die Radiostation zu annektieren und unsere Rückkehr bekannt zu geben. Das sollte unseren Anführer Giovanni überzeugen, sein Solo-Training abzubrechen und zurückzukehren. Wir werden unseren früheren Raum wiedererlangen. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Nein, ich werde jetzt umdrehen, in den Keller gehen und heulen. Nicht! Ja, für dich wird's auch gleich Hunde Zappenduster. Hundeduster? Ja, Schlitzer soll's auch tun. Dafür habe ich ja nicht mehr so viele. Ja, siehst du. Das war auch eben doof, Biss einzusetzen. Deswegen hat's überlebt. Im Bagat ist ein physisches Vieh. Und Biss ist da ja noch nicht physisch. Zumindest der Typ nicht. Biss schon, aber der Typ nicht. Weil wenn man irgendjemanden beißt, der Giftstachel hätte, wenn es in dieser Generation schon gäbe, dann würde ich theoretisch vergiftet werden können. Obwohl dieser Typ nicht physisch ist. Das liegt alles nur an der Attacke. Wenn man jetzt mal im Nachhinein darüber nachdenkt, ist das viel komplizierter als in den neueren Generationen. Da finde ich, das ist A, logischer und B, einfacher gemacht worden. Weil jetzt wirklich auch die Attacke, die physisch ist, als physisch deklariert wurde. Weil vorher, ja, Typenregelung, ganz wichtig, da, Wasser, Torpedo, unnütz, weil Wasser und Licht, weil beide Typen total speziell und so, weiße. Ja. Scheiße. Wie kann das sein? Unsere Träume wurden zerschlagen. Ich konnte meine Aufgabe nicht erfüllen. Wie Giovanni werde ich Team Rocket hier und heute auflösen. Leb wohl. Ach, und der Intendant teleportiert sich einfach mal in meinen Arsch rein. Skygirl, vielen Dank. Ich weiß, wie habe ich denn mal gesprochen? Vielen Dank. Dein couragiertes Handeln hat die Pokémon im ganzen Land gerettet. Ich weiß, es ist nicht viel, aber bitte nimm dies. Ah, ich muss gleich was trinken. Weil diese Stimme ist anstrengend. Früher gab es in einen Turm in Dukatia City. Aber er war alt und baufällig. So wie ich. Also haben wir ihn durch unseren Radioturm ersetzt. Beim Bau haben wir diese Glocke gefunden. Ich hörte, dass früher viele verschiedene Pokémon in Dukatia City lebten. Vielleicht hat diese Glocke etwas mit dem Zentrum in TX City zu tun. Ah, das erinnert mich. Ich habe Team Rocket zufällig flüstern gehört. Ja, Räuspern gehört auch dazu. Fühlten Sie etwas am Zentrum im Schilde? Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht. Vielleicht solltest du es mal überprüfen. Okay, ich gehe jetzt in mein Büro zurück. Dann werde ich jetzt mal, so unverständlich bin, live in der Aufnahme am Anfang der 9. bzw. 10. Minute etwas trinken. Na, 10 Sekunden trinken. Ist nicht gerade viel, aber. Diese Stimme ist wirklich schwer zu sprechen. Ah, da liegt ein Item. Gut, dass ich jetzt noch 1000 Mal gegen die Wand renne und das nicht übersehen habe. Und das ist etwas, was ich nie gebrauchen werde. Da fällt mir etwas ein. Ja, ich hab sogar schon Fliegen geslaved. Yay, da habe ich in den letzten Folgen anscheinend dran gedacht. Das gefällt mir. Wahrscheinlich, als ich da runtergerannt bin und festgestellt habe, ja, ich will wieder eine Ebenholz City und dann, ja, super, ich habe keinen Flugslave.
Ach, wie spannend, ich will rennen können. Und jetzt kann ich mal meine Karte hier abholen. Wollen wir mal miteinander ein besonderes Quiz. Beantworte 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Stecke es in den Po gekommen, um überall und zu jeder Zeit Radio hören zu können. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ja, mach ich. Frage 1. Gibt es ein Pokémon, das nur vormittags erscheint? Ja, Fanti zum Beispiel. Korrekt. Frage 2. Ist diese Aussage korrekt? Du kannst Bären nicht im Supermarkt erstehen. Ja, es stimmt. Weil, ein Baum. Richtig. Frage 3. Ist vor allem ein Blitz? Nein, das ist wie immer Zerschneider. Nicht übel. Frage 4. Ist Falk der Arenaleiter von Viola City der Fossil-Pokémon einsetzt? Ja. Wieder richtig. Hier ist die letzte Frage. Ist bei den einarmigen Banditen in der Spielhalle von Lucatia City ein Grimassner auf einer Rolle abgebildet? Lass mich ehrlich sein, ich habe rund 5 Jahre nicht mehr gespielt, aber ich glaube zu wissen, dass dies Nein ist. Ich meine, es sind Magnetilo, Pikachu, Quapsel und irgendein Pflanzenvieh. Lageschätzung. Bingo, richtig. Glückwunsch. Hier ist dein Preis. Ein Radiomodul. Ja, ich halte Radiomodul. Dabei wollte ich eigentlich die Karte haben. Höre dir bitte unsere Shows an. Ja, Werbung. In der Glückszahlshow, ja. Sagen wir es so. Es kostet nichts und, leider hast du kein Glück. Bla, bla, bla. Ich meine, die Chance ist, verflucht hoch. Dass man da was gewinnt. Radium fertig. Dann sollte doch jetzt eigentlich die Sandra wieder da sein. Ah, Flugsafe. Ach, und dieses Fliegesystem ist auch absolut sinnlos. Unnötig. Ich meine, es ist wesentlich besser als zum Beispiel in Black and White, weil Black and White einfach vom Anfang bis zum Ende schlechter ist als jede Pokémon-Edition, die ich kenne. Weil, guckt euch das mal an. Am Anfang darf man sich direkt mit beiden Rivalen rumkloppen. Ich meine, es ist ja schon sehr schön. Ich meine, es ist sehr sinnig gemacht, dass man dann beim ersten noch einen Erfahrungspunkt braucht, bis man ein Level abkommt, damit es da auch noch ausgeglichen ist und bleibt. Und die Idee mit zwei Rivalen finde ich auch gut. Das ist so ein Punkt, das finde ich wirklich gut. Aber jetzt mal von der Story her. Man läuft quasi nur geradeaus. Man muss nirgendwann, man muss gar überhaupt nicht mal zurück und irgendetwas holen oder mal einen anderen Weg gehen. Das Einzige, was mir da gerade nur einfällt, ist der alte Palast, wo man dann später nochmal rein darf. Im Wüstenresort. Ich habe natürlich vergessen zu heilen. Optimal. Das ist so doof. Das ist so schlecht. Jede Edition war bisher besser, weil man irgendwie mindestens zweimal mal zurück oder zumindest zweimal durch die gleiche Stadt ging. Weil die einzige Stadt, durch die man wirklich zweimal geht, ist Raiono City. Weil man halt zu dem Palast nochmal muss. Einmal kommt man dann so dahin, macht die Camilla platt, geht dann über die Brücke sonst wohin. Und dann irgendwann, wenn die Plasma dann nicht mehr da ist, wo es sein soll, dann fliegt man mal kurz nach Raiono City zurück und merkt dann, dass die Zeit so gut wie um ist. Und natürlich, dass man in den doofen Palast muss. Und dann, diese vollkommen unabwechslungsreiche Musik. Ich meine, die Musik von den Rivalenkämpfen. Die finde ich ja sehr gut und schön. Aber die Musik ist das ganze Spiel über. Jede einzelne Route hat die absolut gleiche Musik. Jede Höhle hat die gleiche Musik. Das muss nicht sein. Das ist echt die einfallsloseste Edition. Und wirklich schlechteste Edition, die ich je gespielt habe. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich ganz herzlich.